Und wir haben direkt etwas auf der Schulter. Was machen wir damit? Wir rennen quer durchs Beet und lassen uns fallen. Was passiert? Wum, 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 wum. Da wächst was nach oben. Jupp, wir haben gerade unser eigenes Level erschaffen, Leute. Die Bohnenstange. Die wir jetzt hochklettern müssen, um zum Himmelsschloss zu kommen. Beziehungsweise zum Wolkenschloss des bösen Phantoms, damit es auch richtig klingt. Die Bohnenstange ist nicht so schwer als Level. Das einzige Problem sind teilweise solche Passagen, wo man halt bestimmte Gegner braucht, um weiterzukommen. Ja. 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 Wo war der Gegner, bitteschön? Ich weiß, dass dein Gegner kommen müsste. Denn ich kann garantiert nicht an der Bodenranke selbst hinaufklettern. Ah, da ist er, der Wirbelsturm, den brauchen wir, genau. So, und hinauf. Wow, Spinne! Das war knapp. Komm her, du blöde Spinne. Boing. Ja, für so, naja, das Level ist nicht sehr lang, aber für die Höhe des Levels, haha, ist das Zeitlimit auch recht knapp bemessen, wenn man mal nach rechts unten guckt. Mit, ich glaube, was war es am Anfang? Vielleicht 160 Sekunden? 3 Minuten für dieses... Entschuldigt. 3 Minuten für dieses Level ist doch ein wenig knapp für meinen Geschmack. Und hier ist noch eine Schatzkiste. Ist drin. Noch mehr Münzen. Sehr schön. Wir haben die dringend nötig, diese Münzen. Not. Dun, 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 dun. Wenigstens haben wir hier extrem anspornende Musik. Und wo ist dieser scheiß Tornado? Da ist er. Na toll. Jetzt dürfen wir warten, bis er wieder zurückkommt. Kann ich in der Zeit mal meine Donald-Stimme üben. Nee, das war auch nicht. Das ist ein Hund. Die Klinge nochmal sehen. Nee, das ist Schwein. Verdammt. Ich muss mir im Internet nochmal anhören. Ich habe gerade irgendwie Donalds Stimme nicht mehr im Kopf. Warum auch immer. Ja, Zeitlimit. Komm, wir machen die Tür direkt auf. Hier hin. Und hinein. Huh. Kriegen wir noch? Nee, keine 2000 Punkte mehr. Na egal. Und somit kommen wir zum letzten Level. Das Schloss des Phantoms. Das komisch rot am Leuchten ist. Und hier natürlich die üblichen Gegner in Form von verdammt gruseligen Monstern. Und eine Sache, wo ich einen Safe ersetzen werde. Denn hinter jeder dieser Türen befindet sich ein anderer Levelabschnitt mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Und um euch alle zu zeigen, werde ich jetzt hier einmal Safe staten. So. Und wir betreten von links nach rechts alle einmal. Fangen wir an. Links haben wir das Scrolling-Level. Wie ihr euch denken könnt, mein persönlicher Favorit. Haha. Und warum auch immer hier keine Plattform ist, auf der ich mich bewegen könnte. Ich habe wohl irgendwas falsch gemacht. Das war scheiße. Was auch immer das sollte. Ja, toll. Au! Okay. Hier haben wir einen Schädel zum Draufspringen. Und ich hab's nicht geschafft. Okay. Leute, nochmal. Was habe ich denn gerade eben verbockt? Hier muss doch ein Schädel sein. Hier, irgendwo oder so. Oder eine Plattform von mir aus. Oder irgendwie sowas. Warum ist hier nichts? Au. Ich verliere meine gesamten Lebenspunkte wegen dem Scheiß. Was soll der Kack? So, jetzt machen wir mal was richtig. Das sind auch keine Steine, auf denen ich laufen könnte im Nachhinein. Das sind sofort Kaputtsteine, die ich hier schmeiße. Toll, was soll ich da machen? Hier fehlt doch irgendwo so ein scheiß Stein, der aus der Wand guckt. Ich kann hier nichts machen. Ja. Muss ich das verstehen, Leute? Okay, da ist der Autoscrolling-Part. Wer ihn noch nicht kapiert hat, er ist scheiße. Zweiter Part. Noch mehr Autoscrolling, allerdings diesmal nicht in Form von... Naja, wie soll man es nennen? Mit einer Wand hinten im Arsch, sondern mit einer Plattform unten drunter, die mich ziemlich stark an Windbreak erinnert, wenn ich ehrlich bin. Das Ganze ist nicht weniger gefährlich, allerdings muss ich sagen, im Vergleich zu dem, was ich gerade eben gesehen habe, wenigstens ordentlich. Wow. Wenigstens machbar. Au! Hörst du mal auf? Au! Nicht mal richtig ausweichen kann ich mehr, ey. Oh shit.
Weg! Weg! Nein! Tot. Die Suppe ist tödlich. Na gut, versuchen wir es nochmal. Ich zeig euch, wie das Zeug funktioniert. Es kann doch nicht sein, dass mich das Level-Design hier komplett zu Tode richtet. Kann nicht sein. Dafür merkt man natürlich jetzt auch, je nachdem, welche Tür man am Anfang wählt des Spiels, des Levels hier, desto beschissener ist im Nachhinein das, was passieren kann. Ich bleibe jetzt einfach mal... Nein! Nicht runterfallen, Mickey! Nicht alles und nicht runterfallen! Das ist mir scheiße gewesen, aber nicht runterfallen! Arsch, Arsch, runter! Was kommt jetzt? Okay, dieses Scheißteil... Nein! Hat mich auf den letzten Meter erwischt. Kann doch nicht wahr sein, ey! Ich schaff das hier... Doch. Nein, nochmal! Leck mich! Ich lass mich nicht von dem ersten Teil direkt erwischen. So, schrumpfen. Fick dich. Ich werde gerade leicht gereizt. Ich habe das Spiel wohl ein wenig unterschätzt. Aber ich werde es schaffen. Ich werde es schaffen. Es wird mich nicht besiegen. Ich werde es besiegen. So funktionieren Videospiele. So, ich bleibe jetzt hier hocken. Au, bringt nix. Okay, jetzt kommt wieder der erwischt mich. Ist aber egal. Das war's schon. So, ich habe noch 3 Lebenspunkte. Und ich habe mich nicht entschrumpft. Scheiße. Scheiße. Nein! Okay, auf ein neues. Okay, nochmal auf ein neues. Ich stelle mich gerade echt blöd an, Leute, wisst ihr das? Manche ich mich voll idiotisch an. Das muss doch zu schaffen sein, ey. So, die ersten beiden kommen vorne, glaube ich, und danach der dritte dann hinten. 1, 2. Okay, da muss ich drüber springen. Au. Ist mir jetzt auch egal. Au. So, ist mir jetzt egal. Und hoch. Und Arschsprung. Und ducken. Und weiter. Nicht treffen lassen. Drauf da. Und das war's. Natürlich bin ich wieder vom letzten Abschnitt verreckt. In dieser Scheißbrühe da unten. Egal. Letzter Part. Die dritte Tür. Die schwierigste Tür, wie ich finde. Man darf nämlich auf diesen 2 Teilchen hier sich fortbewegen. Und diese 2 Teilchen sind extrem beschissen. Weil man, wenn man da unten zu lange drin steht, natürlich wieder sofort stirbt. Oh Mann, wird das lustig. Und ich habe gesagt, ich zeige euch das alles. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zum Glück setzt sich das andere Teil automatisch in Bewegung. Sonst hätten wir ein Problem, Leute. So. Da geht's in die Stacheln, da muss ich abspringen. Da geht's jetzt runter, drunter durch, da muss ich vorwärts und weiter. Nehmen wir jetzt mal den untersten erstmal. Jetzt muss ich wechseln. Und gleich muss ich wieder sicherlich nochmal wechseln. Ja, und zwar schnell genug. Und nochmal und nein! Oh Mann, nicht immer vom letzten Scheißdreck, das gibt's doch nicht! Oh, das gibt's nicht, ey. Ist... Au. Kann doch nicht wahr sein, dass ich das hier nicht schaffe. Wir haben nicht mal eine Stunde voll mit dieser Aufnahme. Ich werde das jetzt schaffen, ohne dass es eine Stunde 15 Minuten werden. Dass ich es gut schneiden kann für euch, Leute. Heppa. Und weiter. Kann doch nicht wahr sein. Und wechsel. Und gleich nochmal wechseln. Nein, nicht jetzt. Nicht jetzt, nicht jetzt. Jetzt und zurück und fertig. Oh, und okay, ein Stern. Sehr gut. Können wir wenigstens Lebenspunkt auffrischen. Und hier speichere ich. So. Könnt sagen, was ihr wollt. Ist mir jetzt gerade scheißegal. Ich will hier speichern. Gut.